Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge des 19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Zur ersten Folge heute am Samstag. Wir machen natürlich hier direkt weiter mit Ballenpressen. Die 6 Bahnen, die wollen wir auf alle Fälle hier vor der Nacht noch fertig kriegen. Wir können zwar schon hier mit reichlich Licht fahren, ja, es ist schon etwas, ja, in der Richtung geht's. In der Richtung sieht es dunkler aus. Komisch. Aber das wollen wir schon noch fertig kriegen. Ich hoffe mal, dass wir das auch alles als Ballen pressen können. Nicht, dass wir wieder ans Limit geraten. Ja, wir sind ja reichlich limitiert hier auf der Konsole. Nicht nur was Fahrzeugslots angeht, sondern auch ja, was Ballen auf der Map angeht, können wir auch nicht zu viele liegen haben. Wir können ja mal über die Übersicht gucken. Ja, unser Flug kommt auch gut voran. Ich denke mal, dass wir da am nächsten Ingame-Tag auf alle Fälle kalten können. Wenn wir dazu kommen, heißt, ne, meine, müssten wir schon machen, dass wir dann auch am nächsten Ingame-Tag dort nochmal die Seemaschine mit dem Ratz ansetzen können. Denn wachstumstechnisch ist nach wie vor nichts los. Was ich aber ebenfalls mal gucken wollte, ich weiß gar nicht, ob ich das denn drauf habe. Doch was noch eine Überlegung wäre, wäre eigentlich, ich sag mal, so ein Silo drüben zu stellen. Da kriegt man natürlich auch Stroh rein und kriegen unsere Ernte rein und kurz hier die Richtung korrigieren, dass wir weiter geradeaus fahren können. Leider keine Zusatzstoffe, also Zusatz wie, also Stroh kriegt man rein. Mischration nicht, nur Schweinefutter. Und wir kriegen eben sehr viel rein. Weil da passen 5 Millionen Liter rein, kostet 280.000, könnten wir uns aktuell noch nicht leisten. Da müssten wir vielleicht noch gucken, noch irgendwas zu verkaufen. Weiß ich bei was momentan. Ja. Sieht halt so rum. Wie sieht es hier bei den Bühnen aus? Wir hätten 284.000 Liter Milch. Lass mal kurz wenden, bevor wir hier weiter Pläne schmieden können. Und dann sieht es so aus, Prognose, milchtechnisch. Es wäre mehr drin. Ja, zu viele Ballen.
Habe ich doch fast geahnt, dass wir nicht alles gepresst kriegen. So, dann müssen wir natürlich erstmal hier Presse ausschalten, Ballen abladen. So, dann werden wir mit ihr erstmal hier zurückfahren. Ich denke mal, dann werden wir auch hier nicht weiter Ballen pressen. Da werden wir eher noch den Rest als Strohpellets pressen. Die müssten wir dann natürlich gleich sauber machen und wegstellen, ne? Aber warum schlingert denn jetzt der Hänger so hinten dran rum? Der Fan, der hat noch nicht seine Ernte beendet, den muss man sauber machen, aber die Presse, ich denke mal, mehr Quaderballen werden wir nicht pressen, die werden wir dann einsammeln und werden die dann lagern. So, mal gucken, wenn der Hänger so hinten dran rumschlingert, ob wir sie da wenigstens wieder in die Halle reinkriegen. So mehr oder weniger. Beziehungsweise könnten wir auch gleich eins machen. Wo wir ewig rumeiern, stellen wir es einzeln rein. Selbst das kann schon kompliziert werden. Weil das so kurz ist, der Hänger, lässt sich das auch nicht schön rückwärts schieben. Also immer noch besser wie ein Drehschemel. Ja, also das ist... ja. So, dann stellen wir die Presse davor und hängen es an, und da steht es drin. Jetzt den Fall, wir kriegen sie noch angehangen hier. So, können wir gelten lassen. So, brauchen wir natürlich nächste Krone, und zwar hier die Primas. Weiß ich nicht, meine, es ist schon ganz schön dunkel eigentlich. Wieso sind da noch Heupellets drin? Werden die so weggestellt? Das verstehe ich jetzt ja nicht wirklich. Aber eigentlich gibt es da nur einen, der die so weggestellt haben kann. Weil sie werden sich ja nicht vermehrt haben in der Presse.
Naja, aber eigentlich ist mir das echt zu dunkel, wenn wir doch hier. Du, halt, ja, aber hier waren wir auf dem. Ist ja nicht. Hier waren wir auf dem Vorwärtsweg, so rum. Wird ja heute mit Höchstgeschwindigkeit gepresst, ne? Also überall dunkel, drinnen wie draußen, ne? Ich denke, wenn wir hier die Bahn fertig haben oder wenn die Presse voll ist, werden wir erst die Nacht überspringen. Wir gucken nochmal vorsichtshalber nach dem Wetterbericht. Also selbst bis 24 Uhr, obwohl es Regen gesagt hatten, für den Freitag bleibt es trocken. Also laut Bericht, ob es regnet, weiß ich immer noch nicht. Aber steht eigentlich falsche Taste. Es steht. Ach doch, nee, Freitag 9 Uhr regnet's. Seit wann steht denn der da? Das ist natürlich ungünstig, 9 Uhr. Ja, bloß wenn man jetzt wirklich schlafen sollte, also schlafen tun wir ja auf alle Fälle, halt, hier geht's weiter. Wenn wir natürlich schlafen, ja, müssten wir jetzt schlafen bis. Ja, bis 5.30 Uhr, ne? 8 Stunden. Für 100% müssen wir irgendwas beachten? Eigentlich nicht, ne? Ach, das ist dort Wascher. Ich wollte eigentlich einen LKW. Und den müssen wir noch auskippen. Achso, den können wir ja nicht auskippen, der muss ja rüber. Das werden wir auch noch kurz machen. Obwohl wir nichts sehen. Ne, machen wir nicht. Den lassen wir ja stehen. Wir werden jetzt ja die Nacht überspringen. Ich weiß nicht, 5.30 Uhr wird es zwar noch relativ dunkel sein. Mal eine Taschenlampe anmachen, wir sehen hier. So, also wie gesagt, 8 Stunden werden wir schlafen. 7, 8. BGA, das Stroh, was wir abgeliefert haben, brachte 15.000. Wird es sogar jetzt, was glaube ich, für das Silo reichen? Ne, 160, 180.000 kam das Silo, ne? Kann er vergessen, das Licht anzumachen.
Dunkel ist es immer noch, ne? Nochmal nachschlafen können wir nicht, ne? Aber ich denke mal, es wird dann fast gleich hell werden. Wir fahren jetzt hier den LKW ausladen. Wenn wir dort waren, gucken wir mal vorsichtig, was das Wetter macht. Aber nichtsdestotrotz müssten wir eigentlich zum Anfang des Tages natürlich Tiere versorgen, ne? So, unser Trecker oben auf Feld 12 ist natürlich nicht schneller gefahren dadurch, aber viel hat er nicht mehr. Oh, wir sehen ja immer noch nichts. Theoretisch noch zu dunkel hier, um was zu tun. Kann nur erahnen, wo wir hier hinfahren. Das war schon die richtige Einfahrt, die wir nehmen sollten. Ich dachte, kam noch eine zweite, aber so war es nicht. So, wie sieht es bei den Tieren aus? Und zwar, wie üblich, Kühe müssen sauber gemacht werden, brauchen Wasser, ist klar. Deshalb brauchen wir auch einen LKW zurück, um Wasser fahren mit denen. Hühner auch sauber, Schafe sauber und Wasser. Und Schweine ebenfalls. Schweinefutter reicht immer noch. Komisch. So, dann machen wir eins. Fangen wir natürlich hier wieder mit dem... Gleich am besten hier drüben wieder an. Machen wir erst Schweine sauber. Schafe sauber. Riechende Schafe wieder in Ballen hingelegt. Machen wir auch mal vorsichtshalber Licht an, dass wir wenigstens etwas sehen. Wäre natürlich dann nicht verkehrt, wenn wir hier das Silo hier drüben hinstellen, was wir uns angeguckt haben gestern. Kriegen wir natürlich auch mal das Schweinefutter rein, ne? Das passt ja da rein. Eigentlich dann genau passend für uns, dass wir das hier machen sollten. Da ist dann fast die zweite Saison. Na, um ist er nicht. Es kommt ja noch 4 Tage Herbst und der Winter. Und dann dann können wir erst sagen, dass die zweite Saison um. Wir hätten nicht einmal die Schweine gefüttert. Also wir haben ja mit Frühjahr angefangen. Ne? Da funktioniert eben irgendwas nicht. So, wie gesagt, die Schafe kriegen hier einen Heuballen hin wieder. Oh, wenn wir da einen verfüttern, könnten wir da einen pressen. Aber die Presse werden wir nicht nochmal rausholen.
Ich hoffe mal, dass der eine reicht, wenn ich tue halt so einen zweiten drauf. So, Schafe müsste jetzt sozusagen, falsche Taste, Schafe müsste sozusagen versorgt sein. Genau, ist voll. Das passt soweit, Sauberkeit 70%, das kann ich nicht glauben, ich habe alles sauber gemacht. So, da stellen wir den erstmal wieder hier drunter und dann werden wir natürlich heute in der zweiten Folge dann drüben mit den Hühnern, mit den Kühen weitermachen, dass wir dort sauber machen weiter und entsprechend weiter füttern. Theoretisch könnte es für mich aus hell werden. Ja. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann vielleicht, wer will, bis heute Nachmittag, 16 Uhr geht's ja weiter. Bis dahin und tschüss.